Die Wolfschanze. Hitlers berüchtigtes Hauptquartier im Zweiten Weltkrieg. Von hier aus befehligt der Diktator, wie riesige Pharaonengräber erheben sich die Bunker in den masurischen Wäldern. Nationalsozialistische Wahnvorstellungen in Beton gegossen. Ein Ort, geheimnisumwoben von Anfang an. Die ehemalige Wolfschanze ist heute ein Touristenmagnet. Eine 250.000 Besucher kommt jährlich hierher. Die Vermarktung des Geländes ist umstritten. Das Areal erscheint manchen wie ein Disneyland für unbedarfte Geschichtstouristen. Die polnischen Behörden fordern eine geschichtliche Einordnung. Die meisten der Fremdenführer zumindest bieten sie. Adolf Hitler verbrachte im Wald mit dem Oberkommando der Wehrmacht 837 Tage. Er ist hier am 24. Juni 1941, zwei Tage nach dem Angriff auf die ehemalige Sowjetunion, mit dem Sonderzug Amerika aus Berlin eingetroffen und wohnte bis zum 20. November 1944. Was macht diesen historischen Boden heute noch so interessant für die Besucher aus der ganzen Welt? Ist es die Faszination des Bösen? Dort also ist auch er gegangen, das Unheimliche mal ganz aus der Nähe betrachtet. Oder ist es die Suche nach dem authentischen Ort, der das begreifbar macht, was geschehen ist? Die Wolfschanze ist ein europäischer Schicksalsort. Von hier aus wird ein Vernichtungskrieg gesteuert. Menschenverachtende Propaganda erdacht und die Vernichtung der europäischen Juden forciert. Am 22. Juni 1941 beginnt der Überfall auf die Sowjetunion. Eine der ersten Schlachten findet um Brest-Litowsk statt. Ein Feuerorkan von bisher noch nicht erreichtem Ausmaß eröffnet in den frühen Morgenstunden des 22. Juni den Kampf um diese Bastion, die von den Bolschewisten zäh verteidigt wird. Für diesen Krieg im Osten benötigt Hitler ein Feldquartier, das kurz hinter der Front liegt. Rückblende, ein Jahr vorher. Die Militärs suchen für das geplante Führerhauptquartier ein Waldgebiet in Ostpreußen aus. Die Görlitz, den Rastenburger Stadtwald. Das Areal bietet einen natürlichen Schutz vor feindlichen Aufklärungsflugzeugen und auch vor allzu neugierigen Nachbarn. In Hitlers Großdeutschem Reich ist der Gau Ostpreußen zunächst ein isolierter Vorposten, einst abgeschnitten durch den polnischen Korridor, nach dem Krieg gegen Polen wieder mit dem Deutschen Reich verbunden. Das Gebiet verfügt über eine intakte Infrastruktur. Für die Lage bei Rastenburg aber spricht vor allem die Nähe zur sowjetischen Grenze. Was er brauchte, war natürlich ein modernes Hauptquartier, das auch gegen Luftangriffe geschützt war. Insofern bot dem Stand der Militärtechnik entsprechend eine getarnte Anlage in den tiefen Wäldern und geschützt durch Sümpfe und durch Bahnanlagen, aber doch erreichbar, eine bessere Arbeitsmöglichkeit als etwa in Königsberg in den alten Festungsstädten. Im damaligen Rastenburg, dem heutigen Kitschin, teilt man den Einwohnern lediglich mit, ihr Naherholungsgebiet wird nun für militärische Zwecke genutzt. In der Stadt kursieren Gerüchte und Vermutungen. In Rastenburg war in diesem großen Waldgebiet der Görlitz, wo wir als Kinder immer mit dem Rad hingefahren sind, weil es dort sehr, sehr schöne Seen gegeben hat, in denen man baden konnte. Auf einmal war das weg.
Auf einmal durfte man dort nicht mehr hin. Da ist ein Sperrkreis. Am Rastenburger Bahnhof werden im Herbst 1940 Unmengen von Baumaterial und Maschinen abgeladen. Deckname des geheimen Projektes: Chemische Werke Askania. Da kamen täglich LKWs von morgens bis abends mit der Aufschrift Askania, die einmal hin beladen mit Kies, meistens Kies, und zurück leer kamen, sodass einem ja das auffallen musste. Und das ging ja nicht nur Tage, das ging ja Wochen, das ging Monate. Im Rastenburger Stadtwald beginnen fieberhafte Bauarbeiten. Es soll das größte aller Hauptquartiere entstehen. Die Bautrupps werden immer wieder an diesen Ort zurückkehren. Bis 1944 wird gebaut. In der ersten Phase entsteht eine ganze Stadt aus Baracken. Später ein Areal aus gigantischen Bunkern. Der Krieg gegen die Sowjetunion war der erste geplante Blitzkrieg. Und insofern konnte es sich aus der Sicht des Sommers 1940 nur darum handeln, ein Feldquartier gewissermaßen zu bauen, von dem aus Hitler diesen Krieg, der ja nur wenige Wochen oder Monate dauern sollte, grenznah zu organisieren. Die Anlage wird aufwendig getarnt und ist im dichten Wald gut versteckt. Die Dächer sind meist begrünt, selbst Bäume werden versetzt und direkt an die Bunkermauern gepflanzt. Dadurch ist die Anlage aus der Luft kaum zu sehen. Zwischen den Bauten und benachbarten Bäumen verlegt die Wehrmacht Tarnnetze aus nicht brennbarem Kunststoff. Auch die Außenwände der Bunker sollen im Grün des Waldes verschwinden. Der Beton wird zusätzlich mit einer Spezialmischung aus Seegras verputzt. Tarnung mit deutscher Gründlichkeit. Die Wolfsschanze, ein riesiges Areal, abgesichert durch Stacheldrahtzäune, Maschinengewehr und Flakstellungen. Zusätzlich werden zehntausende Minen um das Gelände vergraben, aus Angst vor feindlicher Aufklärung und Sabotage. Hitler ist zum Krieg entschlossen, aber das Reich Stalins bleibt ihm unheimlich. Er war sich eigentlich siegessicher, also militärisch aus seiner Sicht. Auch aus der Sicht des deutschen Oberkommandos wurde die Rote Armee nicht gefürchtet. Aber Hitlers Ahnungen kommen aus seiner Absicht, durch diesen Angriff gegen die Sowjetunion der Weltgeschichte eine neue Richtung zu geben. Und er hat die Sorge, offenbar hat es ihm schlaflose Nächte bereitet, nicht, dass dieser Coup, den er da landen wollte, dass der aus irgendeinem noch nicht erkennbaren Grunde doch schiefgehen könnte. Am 24. Juni 1941, zwei Tage nach dem Angriff auf die Sowjetunion, beziehen Hitler und seine Militärs das neue Führerhauptquartier. Es erhält den Namen Wolfsschanze, frei nach Hitlers Pseudonym Wolf aus den 20er Jahren. Oberhalb der Durchgangsstraße und Bahnlinie der Lagebesprechung mit dem Reichsmarschall Hermann Göring, Großadmiral Dönitz, Generalfeldmarschall Keitel, General Jodl und General Korten, dem neuen Chef des Generalstabes der Luftwaffe. Im ostpreußischen Rastenburg, 7 Kilometer von der Wolfsschanze entfernt, geht trotz des Krieges der nationalsozialistische Alltag weiter. In den Schulen werden die Erfolge der Wehrmacht akribisch verfolgt. Während des Krieges, selbstverständlich, die Landkarte von Russland, nein, die Landkarte von Europa, überall die Fähnchen eingesteckt, wo die deutschen Soldaten denn nun schon wieder gewesen sind. Die junge Generation verfolgt eifrig, was sich die Heerführer in der Wolfsschanze erdacht haben.
jeden Tag fast. Eine neue Fahne, wieder ein Zentimeter vorgeschritten. So etwas wirkt natürlich auf mich als einen 12- und 13-Jährigen ganz unerhört. Ich war ein begeisterter Pimpf. Ich war ein nationalsozialistisch Gläubiger. Auch im Führerhauptquartier richten sich die Bewohner ein. Hitlers Sekretärin Christa Schröder schreibt an eine Freundin: Die Bunker liegen im Walde verstreut, nach Arbeitsgebieten eingeteilt. Unser Schlafbunker hat die Größe eines Eisenbahnabteils und ist freundlich mit hellem Holz verkleidet. Der Raum ist eng, macht jedoch, nachdem ich einige Bilder an der Bunkerwand befestigt habe, einen artigen Eindruck. Es ist fast zu kühl in den Räumen. Der Wald hält die ganze Hitze ab. Es ist aber alles trotzdem schön, bis auf eine ganz verdammte Mückenplage. Die Soldaten und Offiziere werden mit Schutznetzen ausgerüstet. Auch Hitler klagt über die Mücken im Sommer 1941. Der Feuerlöschteich in der Nähe des Führerbunkers wird als möglich.
anders hin, Herr Gesell.